Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ich diesen super süßen Einhornkuchen mit der Wiltonbackform hergestellt habe. For all my English-speaking viewers, please enable closed captioning to follow along. Ich habe ein paar Tage vorher die Ohren und das Horn aus Blütenpaste hergestellt. Ich verwende nur und am liebsten Saaten-Eis hierfür. Damit das Horn stabil bleibt, steche ich einen Schaschlikspieß durch. Ich habe meinen Spieß nicht komplett durchdrücken können, deswegen gebe ich am Ende noch einen Zahnstocher ein. Das Ganze lasse ich dann über Nacht trocknen. Am nächsten Tag färbe ich die getrockneten Ohren und das Horn. Ich verwende Metallic Gold von Rainbow Dust. Übrigens gibt's all diese Produkte bei mir im Shop zu kaufen und das Link dazu gebe ich euch unten an. Und hier ist die Backform. Als erstes fette ich das gut durch mit Butter. Und um wirklich sicherzustellen, dass nichts kleben wird, gebe ich noch ein wenig Mehl dazu. Diese Kuchenform ist richtig groß. Die wirkt zwar ein bisschen klein, aber da passt extrem viel Kuchenteig rein. Ich habe es mir diesmal ein bisschen leicht gemacht und verwende eine Backmischung. Ich weiß, ich werde mehr als eine benötigen, aber ich fange erstmal mit der ersten an, um euch einfach zu zeigen, wie viel in diese Backform reinpasst. Ich habe das Rezept leicht verändert. Ich verwende nämlich Sprudel anstatt Milch und Öl anstatt Butter. Sieht es diese Backform noch nicht mal zur Hälfte voll, deswegen benutze ich jetzt die nächste Backmischung und mache das Ganze nochmal und gebe von dem die Hälfte in die Backform ein. Und dann kommt das Ganze in den Ofen für ca. 40 Minuten. Und in der Zwischenzeit arbeite ich an meiner Buttercreme. Ich habe hier eine amerikanische Buttercreme hergestellt aus ca. 500 Gramm Butter und 800 Gramm Puderzucker und ein bisschen Vanilleextrakt. Und dann habe ich das Ganze aufgeteilt in 5 Schüsseln oder 5 Schalen und färbe die jeweils jetzt mit Pro Gel von Rainbow Dust. Um Pastelltöne herzustellen, verwende ich wirklich nur Zahnstochermengen von jeder Farbe. Dann habe ich das Ganze in unterschiedliche Spritzbeutel eingegeben und verwende eine unterschiedliche Tülle für jeden Spritzbeutel. Und das sind alles unterschiedliche Wilton-Tüllen. Und jetzt fangen wir an mit dem Teil, der wirklich am meisten Spaß macht. Ich hole jetzt den Kuchen aus der Backform raus und fange dann mit dem Dekorieren an. Ihr solltet wirklich sicherstellen, dass der Kuchen komplett abgekühlt ist, bevor ihr mit der Dekoration anfängt, denn sonst wird euch die ganze Butter wegschmelzen. Fangen wir an mit der Deko. Nach der ersten dünnen Schicht Buttercreme habe ich den Kuchen in den Gefrierfach gestellt, damit das Ganze ein bisschen härtet. Und dann fange ich mit der nächsten Lage an. Und dann gebe ich meinem Kuchen ein bisschen mehr Form, indem ich, ich weiß gar nicht wie das heißt, sind das die Backen vom Pferd, die fülle ich dann mit der Buttercreme. Und dann stelle ich es wieder in den Kühlschrank, damit es wieder härtet oder Gefrierfach, je nachdem wie viel Zeit ihr habt. Und streiche es dann mit einem Zewa glatt. Und was ich damit meine, seht ihr gleich. Also ich lege einfach ein bisschen Zewa auf die Buttercreme
und streiche dann die Buttercreme glatt durch die Wärme meiner Hand. Das funktioniert ganz gut. Und jetzt kommen wir zu den Haaren von meinem Einhorn. Macht mir richtig Spaß und ich möchte ja gar nicht aufhören. Aber jetzt kommen wir zum Auge. Für das Auge verwende ich einfach Buttercreme. Das stelle ich jetzt für ca. 20 Minuten in ein Gefrierfach. Und dann kommen wir zurück und jetzt färbe ich mein Auge in derselben goldenen Farbe, die ich vorhin für die Ohren verwendet habe. In jedes Ohr steche ich dann einen Zahnstocher ein, damit ich das an den Kuchen befestigen kann. Und ihr könnt auch ein bisschen Buttercreme an die Ohren streichen, damit es wirklich klebt. Und dann bin ich schon fast fertig. Dieses Projekt hat mir richtig Spaß gemacht und ich bin mit dem Ergebnis total zufrieden. Alle Produkte, die ich hier verwendet habe, gibt es in meinem Shop und das Link dazu gebe ich euch unten an. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eure Likes sehr freuen und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr abonniert, denn dann seht ihr mehr Back- und Kochvideos von mir. Thank you all for watching. I hope you enjoyed this video. If you want to see a list of products I used, you can find those in the link below. Ciao!